Wer von euch kennt eigentlich auch das Gefühl, mein Bett ist noch so gut, ich bin so müde, draußen regnet es, es ist kalt draußen, ich will im Bett bleiben, ich will noch weiter schlafen, ich weiß nicht, was ich tun sollte, mir tut alles weh, ich krieg meinen Hintern nicht rauf. Wer kennt das? Ich kenn's, ich hab das Gefühl heute gehabt. Heute sind Wahlen, heute ist es neblig gewesen, heute bin ich müde gewesen. Und dennoch, ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden und genau um das geht es in diesem Video. Ich habe dieses Video für alle Menschen gemacht, die damit zu kämpfen haben, den inneren Schweinehund zu überwinden. Denn im Endeffekt haben wir alle nur ein Leben und dieses Leben besteht aus Tagen. Keine Ahnung, ich sage einmal 20.000 Tage werden wir haben, die wir erleben können. Und jeder einzelne verschenkte Tag ist ein verlorener Tag. Und ich will heute diesen wunderschönen Tag nutzen. Ich will euch dazu motivieren, dass es mir gleich macht. Und ich zeige euch jetzt, was man erleben kann, wenn man den Tag nutzt und das macht, was einen Spaß macht. Ich gehe heute auf den Faulkogel auf, das Pongauer Matterhorn. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Begleitet mich und überwindet euch einen Innenschweinehund, genauso wie ich das heute gemacht habe. Es braucht nicht viel, um seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Das Einzige, was man machen muss, ist, sich aus der Bequemlichkeit des Bettes zu erheben, aufzustehen, ins Auto zu gehen, sich aus den Alltagsklamotten zu befreien, in die Sportklamotten rein und schon kann die Reise abgehen. Die Tour auf den Faulkogel ist eine der schönsten Bergtouren im Salzburger Pongau. Wir gehen da jetzt gerade durch das Marbachtal rein. Das ist ein Quellschutzgebiet. Super tolles Trinkwasser, das es da eben gibt. Auf dem Faulkogel rauf gibt es noch keine einzige in der Art dokumentierte Bergtour im Internet. Daher habe ich mir gedacht, ich biete zusätzlich zur Motivation noch einmal einen Mehrwert und erzähle euch auch ein bisschen was, was euch bei der Tour auf den Faulkogel erwartet. Der Faulkogel ist 2654 Meter hoch und nach dem Weißsee und dem Moser Mandl der dritthöchste Berg in den Radstädter Tauern. Alpinistisch gesehen ist er von diesen dreien der anspruchsvollste Berg. Es müssen dabei Kletterstellen im 1er, 1 Plus Gelände und daneben so ein Art Klettersteig versicherter Teil, der mit A, B, vielleicht B versehen ist, absolviert werden. Ja, nach ca. 2 Kilometer sieht man da vorne die Brechtelhütte, das ist die vordere Marbachalm. Und da links oben sieht man schon das Ziel, der Faulkogel. Er wird auch als Pongauer Matterhorn bezeichnet, weil er von der A10-Tauern-Autobahn wirklich sehr markant ist und ausschaut wie das Matterhorn. Unser Ziel da hinten. Drei Kilometer unterwegs und es taugt mir voll, dass ich aufgestanden bin, dass ich mich bewege. Schaut euch das einmal an, diese wunderschönen Herbstfarben. Nutzt die Zeit, die der Herbst noch bietet. Es ist noch jede Menge Zeit. Macht das, was euch Spaß macht. Das mache ich jetzt nämlich auch. Geht auf Fähre, weil da vorne, da taugt es mir, da gefällt es mir. Und es wird noch viel schöner. Wer von euch kennt eigentlich den Hermann Mayer? Doppel-Olympiasieger, berühmt worden, weltberühmt worden durch seinen Mördersturz, den er in Nagano gehabt hat, wo er abgekommen ist und zwei oder drei Tage drauf Olympiasieger geworden ist. Richtige Erfolgsstory. Hermann Mayer ist genauso ein Viech gewesen. Der hat sich in den Arsch getreten, der hat zusammenbissen, der hat immer den nächsten Schritt gemacht. Schreibt mir eine, wer einen Mayer Hermann kennt. Ja, wir kommen jetzt zur hinteren Marbachalm und nicht mehr weit, dann geht es schon bergauf. Bis jetzt relativ gemütlich, fast 4 Kilometer und 150 Höhenmeter erst gemacht, also es geht lange flach dahin. Bei der hinteren Marbachalm, wunderschön, und da geht es jetzt dann da auf die Forststraßen entlang.
den Hang da, wo ihr den Weg jetzt seht, da geht man rauf im Winter, wenn man die Skitour aufs Liebeseck macht. Richtig coole Skitour. Wer sehen will, verlinke ich oben im Video. Und schaut euch einmal diese imposante Felswand an, wo man unterhalb durchgeht. Das ist das Graue Horn. Wir sind jetzt von da unten aufgekommen und da geht es weiter Richtung Ursprungalm. Ihr seht es, 3¼ Stunden bis zu unserem Ziel Faulkogel. Es gibt da übrigens auch eine Skitour rauf, die ist ziemlich anspruchsvoll und da gehst da durch dieses Gelände rauf. Gerade da bei dieser Steilstufe, das ist im Winter ja schon ziemlich anspruchsvoll. Schreibt es mir ein in die Kommentare, wie ihr das findet. Wenn ihr das Video sehen wollt, habe ich oben verlinkt. Ja, da unten Ursprungalm. Und für uns geht es jetzt in weiter Richtung Faulkogel, alles so schön markiert. Ja, da unten sind wir jetzt hergekommen von der Ursprungalm und die Sonne ist mittlerweile heraus genial. Und da geht es jetzt da rauf, da ist so ein versichertes Stö und dann Richtung Neukarscharte. Und noch eine Trinkmöglichkeit, Wahnsinn! Ich muss sagen, es ist einfach herrlich, jetzt in der Sonne, mittlerweile kurzärmelig, traumhafter Herbsttag, was will der Mensch mehr? Herrlich, bin froh, dass ich mir den Arschtritt verpasst habe und den Schweinehund überwunden habe, schaut euch das an. So, jetzt geht es da vierer, da wird es dann einmal ein bisschen ausgesetzt da. Und dann tut sich ein traumhafter Blick auf. Einfach geniales da. Ich komme da so gern her, jetzt mal wieder. Einfach ein Wahnsinn. Ja, da ist seilversichert für die, die nicht ganz trittsicher sind, aber das ist alles so Gehgelände. Da oben fährt man übrigens im Winter 45 Grad steil. Das ist die Stö, die ich euch vorher gezeigt habe. Ja, definitiv nur was für gute Skifahrer und vor allem, wenn es perfekte Verhältnisse hat, darf man da nur aufgehen und oben fahren. Da die Abfahrtsvarianten noch mal von oben aufgenommen. Ah, das war eine richtig geile Skitour. Ja, da rauf geht es jetzt zur Neukarscharte und dann links rauf auf den Gipfel. 600 Höhenmeter ungefähr von da. Setzen da im Bild, der wunderschöne Neukarsee.
genial. Die Skitour geht übrigens da vorne rechts auf und dann durch die Rinne auf, direkt auf den Gipfel. Ich muss sagen, heute ist einfach einer dieser genialen Herbsttage, wo man einfach so eine Freude hat, wo man den Tag nutzt, die großartige Landschaft genießt, das Wetter genießt, die Sonnenstrahlen auf dem Körper genießt, nochmal Energie tankt, bevor das dann eh die kältere Jahreszeit kommt. Schaut einmal, heute ist der 29. September. Ich bin auf über 2000 Meter herum. Der Wind geht und ich bin kurzärmelig unterwegs. Also herrlich. Herrlich für Körper, Geist und Seele. So, Sportsfreunde, jetzt bin ich von da unten raufgekommen. Wir stehen bei der Neukarscharte auf über 2200 Meter. Und jetzt geht es da vierer auf die Schulter rauf und dann auf den Gipfel vom Faulkogel. Kommt's mit! Herbstform, so schöne Herbstform. Ob da wird das Gelände anspruchsvoller, Seilsicherung vorhanden. Man braucht teilweise alle zwei Hände und alle zwei Füße und ab und zu einen Allradantrieb. Weil Schotterpulver. Gelände wechselt da ab, Gehgelände und leichtes Klettergelände, aber extrem aufpassen, weil es rutschig ist. Gut durchmarkiert, ihr seht es. Ja, von da hinten kommen wir jetzt her. Und da ist der weite Weg um mich auf die Schlüsselstelle zu. Sagenhafter Tiefblick Neukarsee. Ja, wir sind jetzt mittlerweile im Kamin angekommen. Das ist die Schlüsselstelle. A, B, vielleicht B maximal. Und oben sind nachher noch einmal ein paar leichtere Kraxelpassagen. Schwanzschlag gefährdet, das ist da. Das heißt, wenn jemand vor einem ist, unbedingt einen Helm aufsetzen. Das jetzt ist jetzt ein schön seilversichert. Und bis da oben, da geht es dann eh schon raus. Das ist jetzt der Kamin aus dem oberen Bereich. Da ist nochmal eine Querung. Schaut sich das an. Aber alles ist schon durchgesichert. Du kannst hier überall schön draufsteigen. Ja, und da haben wir die Schwierigkeiten schon hinter uns.
wirklich nur eine kurze Stelle. Vielleicht so zwischen 30 und 50 Höhenmeter. Ja, man sieht extrem viel Gegelände da rauf. Und jetzt ist es wieder leicht zum Kraxeln. Hier noch kurze Kraxeleinlage. Sind wir jetzt auf der Schulter angekommen. Um die 200 Höhenmeter, ein bisschen weniger sind es noch. Dann sind wir oben am Gipfel. So Leute, Bergheil vom Pongauer Matterhorn, vom Faulkogel, 2654 Meter. Ich sag's euch, ich bin so froh, dass ich heute meinen inneren Schweinehund überwunden habe, dass ich die Sachen gepackt habe, da ganz draußen aus dem Tal weggegangen bin, da raufgegangen bin und den Gipfel jetzt für mich allein habe. Das hat jetzt zuallererst einmal einen fetten Daumen nach oben verdient, wenn du noch keinen hergeben hast. Und wenn du das erste Mal zuschaust, in Zukunft nichts mehr versäumen willst, dann ist jetzt dann der richtige Zeitpunkt, dass du meinen Kanal abonnierst und die Glocken aktivierst. Denn jeden Montag und Donnerstag geht es bei mir am Kanal rund um das Thema Bergsport und Motivation. Der Nation, ich hoffe, euch haben jetzt die Aufnahmen gefallen vom Gipfel vom Faulkogel. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch alle im nächsten Video erwarten wird. Ich mache mich jetzt auf den Abstieg
filme den jetzt nur sporadisch mit, weil ihr werdet das im nächsten Video genauer sehen. Ich bin mittlerweile wieder in der Neukarscharte angekommen. Den Abstieg, der ist richtig spektakulär, habe ich im Kraxengrad-Video ganz genau aufgenommen mit dem Rupp. Da schaut euch dann bitte das nächste Video an. Das heißt, wer es noch immer nicht gemacht hat und das nicht verpassen will, unbedingt jetzt meinen Kanal abonnieren. Und ich zeige euch jetzt den Abstieg ins Marbachtal runter. Jawohl, Schoderpulver! Gewaltig, gewaltig. Ja, jetzt sind wir da wieder bei dem seilversicherten Stück da. Nochmal ein Hinweis, wenn du den Winter die Skitour machen willst, kann man nicht da rauf gehen, da muss man durch diese Rinne da rauf. Ziemlich coole Geschichte, allerdings, wie gesagt, nur gute Skitourengeher. Damit meine ich jetzt einen sehr guten Skitouren hier vorbereiten. Unendlich viele Serpentinen von da oben komme ich runter. Und da geht es jetzt noch da oben. Salzburger Quellwasser, beste, wo gibt. Mittlerweile bin ich wieder auf der Forststraße angekommen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall war, vergesst nicht einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das erste Mal zugeschaut habt und nichts mehr verpassen wollt. Montag und Donnerstag Motivation und Bergsport auf meinem Kanal. Dann gebt meinem Kanal ein Abo und ja, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich gehe über die Forststraße runter, da versammt nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.